Hallo ihr Lieben, diesmal begrüße ich euch im Feld, mitten im Feld in Atzbach. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, auf unserem Lebensweg begegnen uns viele Menschen. Zu manchen werden unsere Beziehungen sehr tief und wir begleiten einander viele Jahre, bei anderen sind es vielleicht kurze Augenblicke flüchtiger Begegnung. Aber ganz gleich, wie lange wir einander begegnen, um einen anderen gut zu tun, reichen bereits 30 Sekunden. Lächeln Sie mal. Genau. Wie viel mehr Gelegenheiten bieten sich, wenn wir eine längere Wegstrecke miteinander unterwegs sind? Das Problem ist häufig nur, dass wir zwar alle wissen, dass Beziehungen das sind, was im Leben wirklich zählt, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Partner, zu den Kindern, den Verwandten, den Freunden und auch den Menschen aus unserem weiteren sozialen Umfeld. Wir wissen, dass das wichtig ist, aber allzu oft passiert es, dass sie auf unserer Prioritätenliste häufig viel weiter unten stehen, als es eigentlich sein sollte. Oder um es mit John Ortberg, einem Theologen, auszudrücken, natürlich sagen wir alle, dass Beziehungen wichtig sind. Aber wir hintergehen unsere Beziehungen ständig mit diversen Aufgaben und Plänen, mit der Arbeit, mit Geld und auch einer ganz großen Portion Egoismus. So steht die Frage im Raum, wie und wann leben wir eigentlich unsere Beziehungen? Und damit verbunden die Frage, geht es eigentlich den Menschen, mit denen ich in Kontakt trete, besser oder schlechter, wenn wir unsere Wege gekreuzt haben? Ermutige ich sie in unseren Gesprächen und bringe ich das Beste in ihnen zum Vorschein oder ziehe ich die anderen immer nur runter? Sind sie nach unserer Begegnung zuversichtlicher? Werde ich, wie das jemand mal so schön formuliert hat, für einen anderen zum Lehrer in irgendeinem Herzensfach oder kreise ich eher um mein eigenes Vorankommen? Also was mache ich in Begegnungen, in Beziehungen? Und dabei ist es völlig egal, ob der andere nun ein Familienangehöriger ist oder ein Freund, ein Nachbar, ein Arbeitskollege oder eben auch nur eine flüchtige Begegnung unterwegs. Was kann uns aber nun dabei helfen, ein Mensch zu werden, ein Mensch nach, ich will es mal so sagen, Gottes Herz zu werden, in dessen Gegensaat sich andere wohlfühlen? Dazu einige grundlegende Gedanken aus 1. Korinther 13. Der erste Gedanke heißt, ohne Liebe ist alles nichts. Ich lese Worte aus 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Paulus schreibt, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Der Apostel Paulus schrieb an die Gemeinde in Korinth, dass er selber ohne Liebe nichts sei. Er verglich die Liebe mit geistlichen Errungenschaften. Wenn ich die Sprache aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, sagt er, wenn ich alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze und wenn ich sogar einen starken Glauben habe, so einen, dass ich sogar Berge versetzen könnte, aber ich habe keine Liebe im Herzen, dann bin ich nichts und dann nützt mir das auch nichts. Dann ist das alles nichts wert. Das Gleiche gilt für jede Art von Errungenschaft. Also man könnte sagen, wenn ich ein ganzes Vermögen verdienen würde, vielleicht auf der Titelseite einer bestimmten Zeitung mich vorfinden würde, wenn ich attraktiv bin oder in Sicherheit leben kann, aber keine Liebe habe, habe ich am Ende nichts. Ganz gleich, wie viel ich auf dieser Welt gewinne, wenn ich alleine gewinne, habe ich im Letzten alles verloren. Soweit der Paulus. Ohne die Liebe ist alles nichts. Vielleicht haben Sie schon einmal im Wartezimmer einer Intensivstation gesessen und gewartet. Als Pfarrerin
habe ich ja das schon des Öfteren gemacht und ich finde ganz besonders diese Momente berührend, wenn da Menschen sitzen, unterschiedlichste Herkunft, aber alle auf das eine warten, nämlich, dass der Arzt kommt und irgendetwas sagt, vor allem eine Besserung anzeigt. Und da sitzt genauso jemand, der wenig Geld verdient, wie einer, der viel verdient, der Müllmann neben dem Professor, und alle lieben sie ihre Frau genauso. Da kommt es nicht drauf an, was man besitzt und hat, sondern da kommt es nur darauf an, dass man etwas erfährt, was einem wieder Mut macht, dass man einen Menschen liebt und darauf wartet, dass es ihm wieder besser geht. Könnten wir doch lernen, so zu lieben, wenn es uns bewusst wäre, dass jeder Tag unseres Lebens ein Tag im Wartezimmer einer Intensivstation ist. Also, Beziehungen sind wichtig, denn ohne Liebe ist eigentlich nichts auf dieser Welt etwas wert. Ein zweiter Gedanke. Beziehungen sollten deshalb oberste Priorität haben. Denn wenn alles eines Tages vergeht, die Liebe hört niemals auf, heißt es in 1. Korinther 13, Vers 8. Wenn alles vergeht, die Liebe hört niemals auf. Wir können Freundschaften und Liebe nicht schaffen, nein. Wenn überhaupt, dann sind sie ein Geschenk. Aber ich denke, wir können Raum dafür schaffen. Wir können Familienaktivitäten und schöne Rituale wiederbeleben. Unser früherer Predigtseminarleiter, der hatte 5 Kinder und er erzählte uns, dass er jeden Freitagabend mit der ganzen Familie Pizza bestellen würde. Und dann setzt sich die ganze Familie um den Tisch, alle stoßen, jetzt kommt es, erst einmal einen Urschrei aus, um allen Frust der vergangenen Woche herauszulassen, dann wird gebetet und gemeinsam gegessen. Das mag vielleicht ein wenig albern klingen, aber ich glaube, das werden seine Kinder als eine wunderschöne lebenslange Erinnerung im Herzen behalten. Rituale, die alle mitmachen. Vielleicht sollten wir es mal ausprobieren, wie viel Kraft und Energie wir in Beziehungen zu Menschen investieren, die uns nahestehen, und dann den Rest in Arbeit stecken, statt es immer umgekehrt zu machen. Beziehungen haben oberste Priorität. Ich stelle mir das gerne mal in einem besonderen Bild vor. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie haben 80. oder 90. Geburtstag bald. Und zu diesem Geburtstag sollten aus den unterschiedlichen Bereichen Ihres Lebens Menschen kommen, die etwas über Sie sagen. Also nehmen wir mal an, Ihr Leben so aufgemalt wie eine Torte und da sind jetzt unterschiedlich große Kuchenstückchen. Sagen wir mal, jemand aus dem familiären Bereich soll etwas über Sie sagen. Jemand vielleicht aus Ihrem Sportverein oder aus Ihrem Berufsbereich oder was auch immer so Ihre Lebensbereiche sind. Immer ein Mensch wird ausgesucht und der soll etwas über Sie sagen. Und jetzt kommt's. Was ich möchte, wenn ich 80 bin, dass ein anderer zu mir sagt oder über mich sagt, das muss ich jetzt schon anlegen, da muss ich jetzt schon hinein investieren. Möchte ich, dass jemand sagt, ja, war ein toller Chef gewesen oder ein ehrgeiziger Mensch, oder möchte ich, dass jemand sagt, da ist eine Beziehung gewesen, das war ein wichtiger Mensch, der da war, wenn ich ihn gebraucht habe. Ein Vater aus unserer Kindertagesstätte hat mal zu mir gesagt, als ich einen Vortrag über das Thema Zeit gehalten habe, wissen Sie, Frau Bünger, heute ist mir was klar geworden. Ich versuche eigentlich immer abends die Kinder schnell ins Bett zu bringen. Das heißt, es wird schnell gegessen, dann werden sie schnell gebadet, dann bringe ich sie schnell ins Bett, lese ihnen schnell noch was vor, damit ich eben Zeit habe. Aber heute ist mir klar geworden, wie schnell sind meine Kinder groß. Also Priorität Nummer 1 sollten unsere Beziehungen haben. Ein drittes, was für unsere Beziehungen wichtig ist. Ich nenne es mal so, das Gute beim anderen hervorheben. Die Liebe ist langmütig und freundlich, heißt es in 1. Korinther 13. Sie glaubt alles und sie hofft alles. Traurigerweise ist es ja so, dass viele Menschen es gar nicht abwarten können, uns darauf hinzuweisen, was wir alles falsch machen. Kritiker gibt es viele. Aber nur wenige nehmen sich die Zeit und haben auch das Interesse daran,
das an uns anzusprechen, was wir gut machen. Denken wir aber mal selbst an unseren eigenen Lebensweg. Ich kann sagen, ich wäre heute nicht hier, wenn es nicht immer wieder Menschen gegeben hätten, die wirklich sich für mich interessiert haben, an mich glaubten und mich ermutigt haben. Ich denke zum Beispiel an meine Grundschullehrerin Frau Lauer. Sie überzeugte meine Eltern davon, dass ich auf jeden Fall auf die Realschule gehen sollte und nicht auf die Hauptschule, wie die das mit mir vorhatten. Frau Lauer glaubte an mich und das hat mich dann auch die ganze Realschulzeit begleitet und mich dann sogar so ermutigt, später aufs Gymnasium gehen zu können. Ich denke zum Beispiel auch an meinen Gitarrenlehrer, Herrn Bittmann. Der war überzeugt, dass ich es auf diesem Instrument weiterbringen könnte. Und er gab mir von der 7. bis zur 13. Klasse Unterricht, ab der 11. sogar Einzelunterricht. Und das alles kostenlos. Sonst hätte ich das von zu Hause niemals gedurft. Toll, dass ein Mensch sich eingesetzt hat. Ich denke da auch zum Beispiel an meine Französischlehrerin, Frau Grunwald. Die hat mich ermutigt, Schulsprecherin zu werden, weil sie schon damals glaubte, dass es meine Gabe wäre, vor Menschen zu reden. Ja, und von meiner Pflegemutter habe ich euch ja schon oft erzählt. Sie sah in mir schon mit 17 das Potenzial zu einer Seelsorgerin und holte mich, sie war selbst Pfarrerin, bei schwierigen Seelsorgegesprächen zu Rate. Sie traute mir was zu. Und das hat mir Mut gemacht, auch an meine eigenen Gaben zu glauben. Ja, auf meinem Lebensweg gibt es noch viele Menschen. Manche sind für mich namenlos geblieben, weil es manchmal auch nur ein kurzes Gespräch war, ein Hinweis, der mich weitergebracht hat. Aber es gibt so viele Menschen, denen ich dankbar bin, dass sie etwas Positives in mir zum Vorstellen gebracht haben und mich so ermutigt haben. Und ich bin mir sicher, auch auf deinem Lebensweg gibt es solche Menschen oder gab es solche Menschen. Und ganz ehrlich, mit diesen Menschen waren wir auch immer gerne zusammen. Ich möchte dir heute richtig mal die Aufgabe mitgeben, denk doch mal an die, die dich bisher ermutigt haben. Jetzt ist es so, dass ich mittlerweile aber auch selbst jemand sein möchte, der anderen etwas gibt und nicht nur immer nimmt. Ich möchte auch Menschen aufbauen und nicht nur niedermachen. Ich möchte, dass sich andere auch in meiner Gegenwart wohlfühlen und weiterkommen. Es ist leicht, an jemand anderem herumzunörgeln und Fehler zu finden. Fällt mir auch immer auf, wenn irgendeiner was falsch macht. Aber unser Ziel sollte doch darin bestehen, das Beste in unseren Mitmenschen zum Vorschein zu bringen. Wir haben die Aufgabe, andere zu ermutigen und dazu anzuspornen, dass sie sich weiterentwickeln können. Ich lasse mal von einem Mann, der wie jeden Morgen seine Zeitung holen ging. Und als er die Tür öffnete, kam auf einmal der kleine Hund des Nachbarn auf ihn zugelaufen und brachte ihm die Zeitung. Der Mann schmunzelte, eilte ins Haus zurück, holte dem Hund ein Leckerchen und eine Belohnung und freute sich, dass dieser dann fröhlich wedelnd davonzog. Am nächsten Morgen, als der Mann die Haustür öffnete, um seine Zeitung zu holen, saß derselbe kleine Hund bereits dort. Neben ihm lagen 8 Zeitungen, alle aus der Nachbarschaft zusammengetragen. Wir Menschen reagieren auf Belohnungen ähnlich. Vor allem, wenn wir mit Lob, Bewunderung und Wertschätzung belohnt werden. Vielleicht haben die Menschen, denen wir begegnen, ein paar schlechte Angewohnheiten. Oder manchmal tun sie auch Dinge, die wir nicht gutheißen. Aber wie wäre es, wenn wir einmal versuchen würden, unser Augenmerk nicht auf ihre Schwächen zu lenken, sondern auf ihre Stärken zu richten? Und wenn es nur eine einzige Sache wäre, lassen Sie uns doch diese mal herausfinden und dem anderen sagen, dass wir das gut finden. Denn wenn wir das Gute hervorheben, wird auch das Gute zum Vorschein kommen. Das ist ein wunderbares Prinzip. Loben Sie jemand und er wird immer glücklicher und zeigt immer mehr, was er kann. Wird einer immer nur fertig gemacht, dann fühlt er sich immer eingeengter und fühlt sich immer kleiner. Das Hohelied ist eine biblische Liebesgeschichte im Alten Testament. In 8 kurzen Kapiteln lobt Salomo seine Geliebte 40 Mal. Er beschreibt, wie stark sie ist, wie schön sie ist, wie klug sie ist. Und ich denke, das ging nicht nur der Geliebten runter wie Öl,
Das würde jedem von uns so gehen. Lob bringt das Positive zutage. Und dies erst recht, wenn man für sich selber an sich nicht glauben kann. Ermutigung bringt wahre Wunder ans Licht. Füllen wir doch mal das emotionale Konto von anderen, statt immer nur etwas abzubuchen. Ein weiterer Gedanke dazu. Weg mit unserer Besserwisserei. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, heißt es in 1. Korinther 13. Als Kind hatte ich beim Spielen manchmal so meine Probleme. Also, wie soll ich es mal ausdrücken? Ich konnte nicht so gut verlieren. Und wenn ich so als kleines Kind verlor, da war ich richtig jähzornig und habe alles umgeworfen und was weiß ich. Und es war sicherlich für meine Geschwister und meine Familie nicht leicht, mit mir Spiele zu treiben. Und eines Tages hat mich mal meine Oma zur Seite genommen. Und das werde ich nie vergessen, was sie zu mir gesagt hat. Sie hat gesagt, Manuela, spiel doch so, dass andere Spieler gerne neben dir sitzen. Sei ein Spieler, bei dem es den anderen nichts ausmacht, zu verlieren. Diese Sätze habe ich nie vergessen. Sei ein Spieler, der so spielt, dass andere gerne neben ihm sitzen, egal welches Brettspiel jetzt gemeint ist, und einer, bei dem es anderen nichts ausmacht, zu verlieren. Das habe ich bei den Spielen dann beherzigt und das hat mir dann danach viel mehr Spaß gemacht zu spielen, aber auch im Leben. Das heißt, Menschen, die an ihrem Groll festhalten, die mit Enttäuschung wenig würdevoll umgehen können, Menschen, die nachtragend sind, aber wenig vergebungsbereit, denen die Worte »Es tut mir leid« nur schwer über die Lippen kommen, Menschen, die schnell beleidigt sind, schmollen und lammern, Menschen, die immer nur Stolz haben und eifersüchtig sind und sich dann zurückziehen, die werden niemals beim anderen das Beste zum Vorschein bringen. Denkt an meine ehemalige Spielermentalität. Das biblische Gegenprogramm heißt an dieser Stelle, von mir selbst wegsehen können und mit Liebe und Barmherzigkeit anderen zu begegnen. Nur dann werden wir eine gute Weg- und Lebensgemeinschaft erfahren. Und das gelingt nur, wenn ich mich, ein letzter Gedanke, von Gottes Liebe beschenken lasse. Man unterscheidet im Griechischen in der Bibel Liebe in drei Worten. Es gibt Phileo, Eraro und Agapeo. Phileo, das ist die freundschaftliche Liebe. Eraro ist die erotische Liebe und Agapeo die Hingabe. In 1. Korinther 13, den Worten, die ich eben zwischendrin immer so eingefügt habe, geht es um Agape, um Hingabe. Deshalb machen viele Brautpaare diesen Abschnitt auch zu ihrem Trauspruch. Aber ich denke, selbst in der besten Ehe kann man mit seiner Hingabe an Grenzen stoßen. Eine solche Hingabe, wie sie hier beschrieben wird, die hat eigentlich nur Jesus für uns gelebt. Und nur für diese Liebe ist er Für diese Liebe zu uns ist er auch gestorben. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie duldet alles. Wie Jesus. Von uns aus sind wir nicht unbedingt in dieser Weise liebesfähig. Aber mit ihm und durch ihn schon. Von Jesu Liebe sich füllen zu lassen, das bedeutet auch, Füllung zu bekommen für die Beziehung unseres Lebens. Am Schluss möchte ich euch nochmal von einem früheren Nachbarn erzählen. Der hat immer gesagt, auf dem Grabstein stehen am Schluss zwei Zahlen. Anfang und Ende meines Lebens. Und der Strich dazwischen, das ist mein Leben gewesen. Nur ein Strich. Am Ende fragt keiner mehr, ob ich viel gearbeitet habe, ob die Leistung stimmte und das Geld. Aber die Samen der Ermutigung, die Samen der Liebe, der Freundlichkeit und der Wertschätzung, die ich gesät habe bei anderen, die glaube ich, die werden Früchte tragen, auch wenn ich es vielleicht bei dem einen oder anderen nicht mehr sehen darf. Und der Friede Gottes,
welcher größer ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Thank you.